1-0. So, guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Ein Leben und ein Tod im Multiplayer. Und wir haben heute einen extra Gast, der jetzt ein bisschen mitspielen möchte. Das ist der Wo. Hallo. Hallo, was geht? Ja, ich bin ja der Ro und ich habe mich so ein bisschen verlaufen und ich dachte mir so, ich mache hier mal ein bisschen Chaos. Deswegen, hallo an alle. Und dann hätten wir noch dabei den Ermann. Ich grüße euch. Ich bin froh, dass wir Ro hier entdeckt haben, bevor ihn die Hirnlutsche aufgefressen haben. Ja. Und der Wonshox, hallo. Hallo. Der Yannick ist jetzt nicht dabei, ihr werdet ihn vielleicht vermissen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Der Punkt ist, dass seine Aufnahmen immer abgeschmiert sind und dann eben auch nicht hinterherkam mit den Aufnahmen. Und naja, und deswegen haben wir zusammen besprochen, dass erstmal nicht weiter aufgenommen werden muss, weil es hat ja keinen Sinn, wenn dann immer die Aufnahmen abschmieren bei ihm und das Ganze nicht aufgenommen werden kann. Und deswegen haben wir jetzt den Wo dabei. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ja, ich muss ja erstmal hier dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen an Klamotten bekomme, weil ich will ja nicht hier Nachricht durch die Gegend stolpen. Mhm. Ja. Oder erstmal Level aufsteigen. Also ich mit meinem kleinen Level 1 hier, das geht glaube ich so nicht. Das müssen wir ein bisschen schnell ändern. Komm, ich hau dir mal auf den Kopf. Ja, ich muss ja mal meinen Sledgehammer erstmal so aufwärmen, ne? Ja, der hat von mir den Sledgehammer bekommen, genau. Er muss die richtige Farbe bekommen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung an unsere Verfolger. Wir sind hierher gekommen mitten in der Nacht, das war sehr spannend. Haben uns gleich auf dieses Dach der Tankstelle gerettet, wo wir auch Row fanden. Und wir haben aber hier drüben noch einen schönen schicken Laden und noch ein Privathaus, wo es noch was zu holen gibt, denke ich. Ja. So, übrigens, Zeit. Der Typ da auf dem Dach, den ich gerade auf den Kopf gehauen habe, war mein Kollege, der es leider nicht geschafft. Das ist aber nett, dass du ihm ein schnelles Ende bereitet hast. Ja, genau. Also der war schon so stark mit seiner Infizierung, war schon auf Stufe 50. Deswegen dachte ich mir so, komm, das bringt nichts mehr mit dem. Ich sag mal adieu. So, ich würde sagen, ich gehe mal hier in den Foodladen rein. Ich prüfe mal ein bisschen die Umgebung. Weil irgendwo habe ich hier mal so einen Kreischer gehört. Also nein, kein Spider, sondern ein Zombie. Oh, ich habe eine Metallhelm-Schematik gefunden. Sehr gut. Helm ist down. Now I make a stone axe. Moment mal, ich glaube, es nähert sich hier etwas. Okay, es nähert sich nichts. Ich habe Glück gehabt. Way. Pass auf mit dem Sledgehammer auf, der ist zwar gelb, glaube ich, oder? Aber das ist nicht sonderlich gut, in einen Nahkampf damit zu gehen. Ja, das habe ich gemerkt bei meinem LP. Das ging nicht ganz so positiv aus, irgendwann mal. Übrigens habe ich die Aufnahmen, die ich hier mache, realisiere ich jetzt mit einem Handy, das ich hier gefunden habe, drüben auf dem Dach. Das ist leider in keinem besonders guten Zustand, deswegen... Das Ding heißt SVW 1899 und ich frage mich, ob das Handy auch in dem Jahr gebaut wurde. Also wenn zwischendurch die Qualität leiden sollte, es tut mir leid, aber ich versuche die Aufzeichnung für die Nachwelt so kontinuierlich wie möglich zu machen. Leute, ihr seid doch hier irgendwie Level 25 oder so. Könnt ihr mir mal einen guten Wooden Bow cheaten? Ja, wir machen das dann. Der nicht grau ist. Wir lassen erstmal looten, weil hier sind so viele Zombies jetzt nicht. Wir können erstmal looten. Und hier ein bisschen was sehen, weil ich sehe nichts. Das Handy hat es überlebt, meine Beine auch, aber ich bin erstmal vom Dach gestürzt. Es war verdammt schwierig, die Treppe von oben zu erkennen. Mhm. Vor allem, wenn man hier nicht sieht, im Shop hat jemand eine Lampe und eine Fackel. Du hast doch eine Fackel, gib mal bitte deine Fackel. Ich habe eine Fackel, warte, ich gebe dir mal eine Fackel. Warte, wie schmeiß ich die nochmal runter? Ich habe die rausgestellt hier, ich mache da so. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Hast du vorher auch nicht gebraucht, egal, oder? Nein, egal, dafür habe ich jetzt Bier. Also, das gefällt mir. Ohne Bier überlebt man ja nicht mittlerweile. Also, das hält man ja gar nicht aus. Ja, mit russischem Landwein geht's auch. Mist, das Ding ist ja noch dicht. Mhm. Ich gehe mal mit der Picke ran. Ja, ich unterstütze dich. Seelisch und moralisch.
Okay. Besser. Boah, ich war nicht schnell genug. Ich wollte zuerst aufmachen. Dann wir machen mal die zweite Tür auf. Ich will mal da Ground Stone next. Wir machen erst mal. Shots. Ah, ist schon auf. Jetzt ist er eh offen. Ganz viel Plunderzeug. Grüne Pistolparts. Pistol, hatte ich doch schon mal gelernt, das war doch irgendein Buch. Jetzt ist ein bisschen länger her, ne? Ich hatte ja mittlerweile Urlaub und deswegen haben wir jetzt keine Aufnahme letzte Woche gemacht. Sonst würde ich mich auch an einige Sachen erinnern, aber es ist irgendwie ein bisschen schwierig gerade. Lars, ich würde dir gerne die Schematics, die Blaupause geben. Okay. Oh. Jetzt hast du eine Kiste kaputt gehauen. Aber wo bist du? Ich bin drüben im Lebensmittelladen. Cool, ich hab was Geiles gefunden. Da bin ich auch. Ne, da bin ich nicht. Nee, ihr seid in dem Toolshop. Tür öffne dich. Die brauchst du nicht öffnen, da geht's nur in die Toilette, da geht's andersrum auch kostenlos. Ja, da kann man was Gutes finden. Da kommt man auch andersrum kostenlos rein, die Tür ist schon offen. Achso. Fail. Ich habe leider nicht mehr viel Platz im Rucksack. So, hier bin ich. Ja, ich habe dich vorbeiflitzen sehen. Ah, das ist schon alles leer. Ich werf dir noch was hin, ja? Ah, da. Okay, warte. Pass auf. Hier ist dein Handy. Pickaxe und ich eine Axe. Das kenne ich schon. Kannst du lernen. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Bro, brauchst du eine Mütze? Das wäre cool. Ist kein tolles Stück, aber besser als gar nichts. Ja, eine Boxerhose und dann mit. Das ist immer gut. Oh, ja, Pistole. Wie sehe ich jetzt überhaupt aus? Ich muss mir mal kurz. Hilfe. Ich glaube, ich mache noch meine Hose draußen. Ich gehe mal Gras, Unkraut jäten. Ach, verflucht, hier ist frisches Fleisch drin. Ich glaube, das sollte ich lieber hier lassen, oder? Ja. Zu schade. So, das Gras ist weg. Übrigens, ich hab Öl. 11 Stück. Wovon? Öl. Ah. Ja, ich habe gerade auch wieder 2 Packets schon mal in Auftrag gegeben. Wir haben es 8:30. Ja. Mein Handy macht so komische Aufnahmen, dass manche Bäume in der Tiefe des Raumes aussehen als ganz Hochhäuser. Das muss an dem komischen Klima hier liegen. So luftfeucht. Wo sind. Ich höre überall Zombies, aber ich sehe gar keine. Komm, ich will die Krankenschwester dann kaputt hauen. Oh, ich hab hier oben im Haus, in diesem einen. Was? Wie? Hallo? Du war doch 10 Meter weit von mir weg. Ich hab hier ein Bandana für dich. Also ich weiß nicht, wie ich das hier runterkriegen soll. So, da hinten rennen noch 2 rum. Ah. Flucht verfehlt. Bro, Vorsicht! Hä? Wow! Oh, Leben gerettet! Ich war gerade voll so in meinem Tier. Ja, ja. Zum Glück hat's funktioniert. Aber verlass dich nicht drauf. Ja, okay, gut zu wissen. So ein guter Schütze bin ich nicht. Warte gerade. Ich hab hier noch was für dich, eine Hose. Ah, die Hose habe ich glaube ich schon selber gemacht. Aber die ist glaube ich besser, die du mir jetzt geben würdest, oder? Ja. Ja, die ist orange. Bitte sehr. Orange, where? Bandana, where? Das kann ich. So kann ich nicht scrapen, aber egal, schmeiß ich halt weg. Die 2 Federn behalten, damit ich mir gleich Pfeile machen kann. Und das Graszeugs brauche ich. Ah, warte, ich gebe dir gerade noch Pfeile. Hier. Drück E. Ist das da hinten nur Kohle oder ist das wohl wirklich. Oh. Ah, Eisenpfeile sogar. Sehr schön. Ja.
Ach, verflucht. Das war wieder so ein Glaser, der hatte noch seine letzte Fensterscheibe dabei. Er meinte sich so, bevor ich hier ausziehe, muss ich mir noch irgendwas mitnehmen, was Wichtiges. Also das war anscheinend eine Fensterscheibe. Ja, auf jeden Fall. Aber tja, tatsächlich, hier liegt Kohle. Die nehme ich mal mit. Allerdings weiß ich nicht, was hier so rumstreunt. Mr. Wow. So, wo bist du denn? Ich brauche Platz. Ich muss was loswerden. Wo bist du denn? Komm, ich bin hier der Müllspender. Du bist der Müllspender, ich bin der hier Mülleimer oder was? Wo seid ihr denn? Auf der Straße bin ich. Ja. Für dick. Ich dachte, du hast mir den Goblock geschmissen. Nee, nee. Weil er auf einmal so aufgepoppt ist. Ah, Brille. Where? Ein blauer Banane. Mhm. Where? Da kann ich den anderen ja fast scrapen. So. Ich würde sagen, wir müssen so zurück, ne? Also würde ich sagen, wir gehen jetzt mal nach Süden. Weil dann kommen wir Richtung unserer Heimatbasis wieder runter. Die Stadt hier, also die Straße hier. Wo ich jetzt bin. Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Hier einfach der Straße nach Süden folgen. Mal gucken, was da kommt. Weil den Weg, den man gekommen ist, sollte man nicht zurücklaufen. Und da passt mal irgendwas, ne? Ja, vielleicht finden wir ja noch weitere Überlebende. Ist das eigentlich PvP eingestellt? Nee, ist aus, wenn man befreundet ist. Also. Okay. Weil ich wollte gerade so abziehen mit meinem Bogen, aber dann war ich auf einmal alle so im Weg. Da ist ein Wien. Ah, der doch, ihr seid alle da. Ein Toolshop wartet drin, ne? Ja. Da habe ich fast alles rausgeholt. Meine Güte, brüllt er mir ins Ohr, aber auf die warte ich jetzt nicht. So, welche Schwierigkeitsstufe war das jetzt eigentlich? Das ist normal Warrior, glaube ich. Links Warrior. Ist ein Haus. Links gibt's ein Haus. Links ist Haus? Das ist ein Haus! Ob zum Haus! Mit unseren Füßen. Ja, ihr könnt ja schon mal in das Haus gehen, weil vier Leute in das Haus, das ist so viel Loot ist da nicht. Da gehe ich schon mal weiter. Oh, Rucksack. Komm. Komm. Nur Blut. Und Wasser. Vielleicht finde ich ja einen Bunker. So unwahrscheinlich ist das nicht. Nein. Aber sehr viele Zelte. Bam. Ah, schon wieder ein Zombie mit Rucksack. Ach nee. Zombie mit Rucksack? Wie? Mhm. Achso, ich. Ne, eigentlich One-Shocks, aber. Oh, oh, oh. Hallo, Baby. Oh, jetzt habe ich mich gestachelt. Oh, daneben, egal. Einfach mal looten. Schnell looten, 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 looten. Okay. Oh, Mann. Hallo? Geh mal in den Kopf rein, du Pfeil. So. Hallo, Herr Zombie. Der versteckt sich hinter diesem blöden Mast. Ich kann ihn einfach nicht treffen. Nein! Das ist so nicht. Ich bin gestunt, du blödes Kackteil. Wo ist meine Bandage hier? Also, verstecke doch. Habt ihr mich nicht gekriegt, ihr Drecks. Nahkampf ist echt schwierig. Warte, ich werf dir hier noch eine Heilbandage hin, ja? Wo bist du? Hier bei der Krankenschwester. Okay. Hier bitte. Hier gibt's eine Hose. Einschlag hier und ich wäre weg. Gibt's eine orangefarbene, eigentlich eine rote Hose, eine rote Jeans. Und hier gibt's auch noch ein Oberteil. Ja, ihr könnt mal looten und ich mach hier mein Level so lange ein bisschen höher. Wo ist er denn? Ja, komm ruhig direkt nach unten. Aber der hätte es auch durch das geöffnete Fenster kommen können. Zombie? Hä, bin ich.
Taub? Blind? Taub, blind, was bist du denn? Nein. Ich schwerbehindert anscheinend. Ah, da ist er! Wo kommt der aber mal weg? Alle drei! Na! Geht's jetzt? Ja, da bin ich mal nix. Reed. Mist, ich hab nicht mal Platz für diesen Messingpokal. Musst dringend ein bisschen Platz machen hier. Ich kann jetzt scrappen. Ja, mach mal ruhig. Das gibt's doch nicht. Ja, ach, unwichtig. Wow. Okay, ich hab ihn dabei. Gut. Ich bin zu blöd, das Ding in den Kopf zu treffen. Ich will mein Crossbow. Der kann auch weg. Lohnt nicht. Wie viel Feuer hab ich da jetzt schon reingesteckt? Das gibt's doch nicht. Ich verbrenne das Ding jetzt in der Fackel hier. Schocks, nimmst du bitte meinen Messing auch mit? Ich schmeiß den hier mal raus. Stoff hast du vermutlich auch dabei, oder? Geht doch. Da. Ja. Bro kann sich hier aus dem Erdgeschoss noch ein paar Klamotten rausholen. Okay, nachdem dieser Zombie tot ist. Ja. Das Viech. Ja. Geht doch. Ich habe hier noch ein bisschen Messing für dich. Okay, warte. Ich komme jetzt runter. Im Erdgeschoss sagst du, es sind Klamotten? Ja. Ja, dann hole ich die mal fix ab. Schocks aufnehmen, bitte. Sofort. Ja. Ah, okay. So, Flo sagt, wir sind schon bei 15 Minuten. Ich habe diesmal gar keine Uhr gestellt. Brauchst du nicht, ich lass mich nicht. Lass die Uhr hier nicht, ja. Joa. Blue Tür, Keller, Erdgeschoss. Lalalala. Lalalala. Ich sehe ein. Ah, das. Ich hänge an irgendwas. Oh, was ist denn hier los? Habe ich den Bogen zu lang gebaut, dass ich ständig an der Decke lang schrabbe? Das brauche ich nicht. Das ist leer, das ist auch leer. Die Hose ist schon schlecht. Ne, die Hose ist schlechter. Okay. Scrap. So, ich kann jetzt noch erstmal mein Inventar so ein bisschen freiräumen. Scrap. Das blöde rohe Fleisch brauche ich nicht. Dann. Ja. So, was sind wir denn da für die Übersicht? Zoom. Aha. Ja, mittlerweile nimmt mein Aussehen Gestalt an. Jetzt sind wir nur noch mit ein paar Schuhe. Aber die kann ich mir ja gerade herstellen, indem ich mal einmal so mache. Nein. Indem ich mal einmal so mache? Nein. Hä? Iron. Ne, Quatsch. Close. Boots! Boots! Ah, ich nehme meine Shoes. Oh, ich komme mir vor, als wäre ich betrunken. Ich hack hier unbeständig fest. Hast du jetzt viel Bier getrunken? Ja. Nee, eigentlich nicht. Das ist der russischen Wein. Nee, auch nicht. Ich sammle noch ein paar Feder hier in der Umgebung. Zum Glück kann man eben diese Nester hier so wunderbar erkennen. Waffenteile. Ja, ihr könnt daraus bessere Sachen, glaube ich, anfangen, oder? So, bleiben. Ja, wir können dann nichts anderes anfangen als du auch, also. Sag mal, Glasschein brauchen wir ja eigentlich nicht, oder? Nee. Oder gibt es denn höhere Verwendungszweck für doch, du kannst damit halt, so Trinkgläser machen, ne? Ja, das kann man ja auch aus Sand machen. Ja, ist ja richtig. Und davon gibt's ja genug hier. Ja. Meisterschuss. Ich habe ein Outjaw-Rezept, das bringe ich mal mit. Was für ein Ding? Outjaw. Wir haben das jetzt geklärt. Das Ding heißt Oma. Oma. Hat Oma ganz klar erklärt. Oma heißt das. Bin ich jetzt aber nicht einverstanden. So. Ah. Ist das ein Rucksack da hinten? Rucksack hier hinten? Das ist tatsächlich ein Rucksack hier hinten. Vorsicht, da ist noch ein Fußhupe auf der Straße. Ich habe einen gelben Shotgun-Pump-Dingens-Shot-Rückteil. Du bist Bescheid. Ja. Aber da hinten sind Setplätze. Ich würde gerne mal da durchgucken. Oder war der da schon? Ich dachte eigentlich, das Laster gewesen wäre. Ja, war ich. Ich schau mal kurz ins Auto rein. Aber und da sehe, dass das Auto verschlossen ist. Da könnte man aber natürlich noch ein bisschen Stoff mitnehmen.
wäre an sich keine schlechte Idee. Oh, Headlight. Das kann man gebrauchen. Okay, da war ich nicht. Ich würde sagen, wir treffen uns ganz kurz und dann müssen wir eh die Folge beenden. Okay. Beenden. Stehst du auf der Straße? Mining Helmet! Wow! Mining Helmet! Wow! Ich glaube, der Zombie bringt mich um, Alter. Dann reg ich mich aber Vorsicht, richtig auf hier. Ja, genau. Ah, voll daneben. Komm her, du Wackelbier. Komm her. Komm zu Raum. Nein! Scheiße. Fick dich. Nein. Nein. Okay. Also, ich habe ein Quantum durch. Einmal Shocks, einmal Row. Jetzt seid ihr dran mit mir. Okay, da kommen schon wieder neue Besucher von der Straße. Aber ich habe gemerkt, dass irgendwie hier bei dem Multiplayer-Server, da die haben irgendwie eine weitere Reichweite. Nein, das ist einfach nur Latenz, weil du spielst auf deinem PC. Da ist keine Latenz. Die ist ja null. Okay, das ist das Problem dann. Wer spielt denn hier auf dem PC? Leute, die Sache hier ist bitter ernst. Bleibt hier mal stehen, Leute, wir wollen die Folge beenden. Dann komm mal zu uns. Ihr habt doch schon gut. Erstmal muss ich ein bisschen angehen, Moment. Nö. Ich repariere nochmal in meinen Bogen. Da weiß ich ja schon mal, wer die Mine betritt. Ihr habt ja auch Fackeln, das reicht ja. Gut, möchte noch jemand ein Auger-Rezept haben? Oma. One-Shot hier. Ich will Oma-Rezept. So, okay. Möchte jemand was zu essen, was zu trinken haben, oder? Ich hab Bier, das reicht mir. Ja, das werfen wir eh gleich ein. Also, ich glaube, ich stopfe mir gleich mal ein Pfeifchen und dann können wir weitermachen. Ja, dann bis gleich, Leute. Und die nächste Ansage macht Wow. Oh, okay, dann bis gleich. Bis später. Ciao. Ciao. Das Magenkrummeln, das Grauen. Das Magenkrummeln, das Grauen.